So, wir kommen zum zweiten Teil unseres Tutorials Multipass-Rendern aus Cinema 4D und Nachbearbeiten in Photoshop. Sie sehen, Photoshop ist geöffnet, das Bild auch. Das ist Photoshop CS4, das, was wir jetzt gleich sehen und behandeln werden, ist aber auch in den älteren Versionen möglich. Also kein Problem. Zunächst einmal ist das also mein Rendering in der Auflösung 1024x768 Pixeln. Wenn Sie rechts in die Ebenenpalette schauen, Layers in meinem Fall, sehen Sie, dass alle die Kanäle, die Sie ausgewählt haben, jetzt als Ebene vorliegen. Sie sehen, dass es die Hintergrundebene gibt. Wenn ich die Hintergrundebene mal alleine sichtbar mache, sehen Sie, dass tatsächlich alles, was auf dem Rendering eigentlich zu sehen sein müsste, hier enthalten ist, allerdings natürlich in einer Ebene. Und alternativ zeigt die Darstellung aller anderen Ebenen zusammen das gleiche Bild. Ich habe also nichts vergessen. Das ist schon mal ganz wichtig, das können Sie an dieser Stelle kontrollieren. Jetzt schaue ich mir die Ebenen mal an, zum Beispiel die Schattenebene. Wie hat Cinema das gemacht? Die Schattenebene alleine ist schwarz für den Schatten bzw. grau, aber hat im Hintergrund eine weiße Fläche. Wie kann das jetzt sein, dass diese Ebene nicht alles andere überlagert? Sie wissen ja, dass normalerweise die Ebenen von unten oben nach unten alles bedecken in Photoshop. Wenn ich die Ebene mal anklicke, dann sehe ich, dass der Ebenen-Blendmodus auf Multiplizieren steht, Multiply. Ein Ebenenmodus, den Sie kennen sollten. Dieser Ebenenmodus schaltet alles transparent, was weiß ist. So kann man es verkürzt darstellen. Der Spiegelungskanal, oder nehmen wir mal lieber den Refraktionskanal, der ist ein bisschen besser zu erkennen, hat im Gegenteil dazu einen schwarzen Hintergrund. Alles das, was nicht hinter dem Glas zu sehen ist, ist schwarz. Und der Ebenenmodus, den diese Ebene verwendet, ist Linear Abwedeln, Linear Dodge. Der macht genau das Gegenteil von dem Ebenenblendmodus Multiplizieren. Alles, was schwarz ist, wird transparent. Diese beiden Ebenenblendmodus-Varianten verwendet Cinema 4D beim Export seiner Bildkanäle. Transparenzen können nicht gemacht werden und sind auch eigentlich nicht nötig, solange man eben einen Ebenenblendmodus wie diese beiden verwendet. Nur zu Ihrer Information, damit Sie Bescheid wissen und nicht irritiert sind. Jetzt haben Sie also alles auf einzelnen Ebenen vorliegen, was Sie interessiert. Ich zeige jetzt mal testweise, was Sie damit machen können. Sie könnten jetzt zum Beispiel den Innenraum mit einem Filter bearbeiten, also die Refraktionsebene. Wenn Sie mit Filtern arbeiten, bitte klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Ebenendarstellung in der Ebenenpalette und wählen Sie den Befehl aus Convert to Smart Object oder in Smart Object konvertieren. Der Ebeneninhalt ändert sich dabei zunächst einmal nicht. Sie können jetzt einen Filter auswählen, wie zum Beispiel den weiches Lichtfilter aus den Verzerrungsfiltern, Distort, Diffuse Glow, und dort irgendwas Gefühlvolles einstellen. Ich mache das mal ein bisschen kräftiger, damit Sie die Wirkung auch sehen können. So, naja, okay. Jetzt sehen Sie, wie der Filter angewendet wurde auf diese eine Ebene. Die anderen Ebenen sind davon nicht betroffen. Wir machen gleich weiter mit einer einfachen Bildmontage. Es geht um den Hintergrund. Dazu muss ich zurück in Cinema 4D gehen und mir dort einen zusätzlichen Kanal berechnen lassen. Ich werde Ihnen dann zeigen, wie Sie den benutzen können in Photoshop, um einen Hintergrund einzufügen.